Natürlich macht es was aus, welche Produkte man für Haut und Haare benutzt, aber nichts in der Welt kann abdecken, was im Körper passiert. Für strahlende und reine Haut und gesunde und starke Haare braucht der Körper Vitamine, Mineralien, Antioxidantien und eine gute innere Entgiftung. Deshalb ist Darm- und Lebergesundheit auch so super wichtig, ganz besonders für die Haut. Das startet bei der Verdauung, wo der Darm ein gesundes bakterielles Gleichgewicht braucht, um Lebensmittel richtig zu verwerten, Nährstoffe aufzunehmen und zu entgiften. Wenn zu viele Toxine die Entgiftung verlangsamen, dann verwendet der Körper seine ganze Energie nur darauf, statt auf die Nährstoffaufnahme und neue und gesunde Zellen zu bilden. Ist die Leber mit Toxinen überlastet, dann wird die Entgiftung ganz einfach auf der Haut fortgesetzt. Also bestes Beispiel dafür ist Akne. Ich empfehle euch auf jeden Fall TCM-Bücher zu lesen, um mehr über diesen Link zwischen Organen und Haut zu lernen. Ein Video, wo ich ein paar Bücher empfehle, findet ihr oben in der Infobox. Wie ich immer sage, ist Gesundheit was Ganzheitliches, was auch ganz besonders bei der Haut die mentale und emotionale Gesundheit mit einschließt. Heute geht es aber mal nur um Ernährung und deshalb sind hier meine Top Glow Foods für gesunde Haut und Haare. Vitamin A, C, E, D, B, Zink, Magnesium, Kupfer, Selen, Calcium, Kalium und Kieselerde sind Gold für Haut und Haare. Das kann man sich schon mal merken. Absolutes Glowfood ist auf jeden Fall grünes Blattgemüse. Isst einfach jeden Tag welches. Es gibt nämlich kein anderes Lebensmittel mit so einer hohen Dichte an Vitaminen, Mineralien, Ballaststoffen, sekundären Pflanzenstoffen, Pro-Kalorien wie grünes Blattgemüse. Pures Futter für die Körperzellen. Reich an Vitamin A, C, B, E und K. Egal ob roh, im Salat, im Smoothie, gekocht oder gedämpft. Die Nährstoffwerte variieren dann nur ganz leicht. Grünkohl, Schwarzkohl, Brunnenkresse, Spinat, Pak Choi, Mangold, Rucola, Endivie und so weiter. Nächste Glow Foods sind Gemüse und Sprossen. Und ich meine jedes Gemüse. Zeig einfach auf irgendein Gemüse im Supermarkt und ich sag dir, dass das gut für deine Haut und Haare ist. Yep. Yep. Mhm. Das auch. Jedes Gemüse. Du kannst es roh snacken, in Eintöpfen kochen, Currys, Suppen, im Ofen backen oder dampfgaren. Ist so viel Gemüse, wie du kannst. Ein Beispiel von Hunderten. Brokkoli. Super viel Vitamin C, was gut für die Kollagenbildung der Haut ist. Und es enthält außerdem Indol-3-Carbonol. Gut für die Hormonbalance, was unter anderem dann bei hormoneller Akne helfen kann. Hormone sind auch sehr stark dafür verantwortlich, wie gut sich unsere Haut regeneriert und wie viel Feuchtigkeit sie halten kann. Orangenes Gemüse wie Karotten oder Süßkartoffeln geben einem auch noch so einen frischen, orangelich-bräunlichen Hautton durch das Carotin. Sprossen enthalten die Vitalstoffe, die später in die Pflanze oder ins Gemüse rein sollen, ganz hoch dosiert. Und man kann die super einfach und für wenig Geld und mit ganz wenig Arbeit zu Hause selber machen. Alfalfa-Sprossen zum Beispiel haben ganz viel Vitamin A, B, C, E und K. Calcium, Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Phosphor und essentielle Aminosäuren. Nächstes Glowfood sind Nüsse und Samen. Die gesunden Fette in Nüssen und Samen helfen nicht nur bei der Vitaminaufnahme. Das Omega-3 in Leinsamen und Chiasamen zum Beispiel ist auch noch entzündungshemmend und reduziert die Schäden von freien Radikalen, die das Kollagen in der Haut attackieren. Leinsamen und Chiasamen zusammen ergeben die richtige Balance aus Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Ich esse sie jeden Tag in meinem Smoothie, mache die ins Porridge, streue die einfach so über mein Essen, über Salate zum Beispiel, Mandeln, Cashews, Haselnüsse, Walnüsse, Sonnenblumenkerne, Sesam zum Beispiel, enthalten auch ganz viel Zink. Idealerweise weicht man die vorm Essen immer in Wasser ein, damit die Phytinsäure gelöst wird, die nämlich die Zinkaufnahme blockieren kann. Glowfoods sind auch Haferflocken, Hirse und Co. Haferflocken liefern Ballaststoffe, Mineralien, Vitamine und Antioxidantien als Schutz für kollagenbildende Zellen. Besonders auch Zink als Entzündungshemmer gegen Akne und Beta-Glucan für die Bildung von gesunden Darmbakterien. Also wieder super für die Verdauung, was wichtig ist für die Haut. Ich esse die gerne als Porridge, mische die in meinen Smoothie oder backe damit, zum Beispiel Cookies. Hirse. Warum finde ich das jetzt witzig? Wenn man den ganzen Tag über Obst und Gemüse redet, dann. Hirse ist auch eine glutenfreie Vitamin- und Mineralstoffbombe. Besonders die Kieselsäure in ungeschälter Hirse ist super für die Haare und auch für die Haut. Und der hohe Eisengehalt hilft bei der Zell- und Blutbildung. Sowieso Glowfood ist natürlich frisches Obst. Und ich meine wirklich wieder jedes Obst.
Früchte reinigen den Körper von innen und deshalb sind die super geeignet als Frühstück. Nachts im Schlaf hat der Körper ganz viel entgiftet und möchte dann morgens durchgespült werden. Früchte sind perfekt dafür. Ich könnte euch jetzt buchstäblich jedes Obst aufzählen. Egal ob Äpfel, Bananen oder sowas wie Kiwis, total reich an Vitamin C, Papaya, ganz viele Enzyme gegen Hautschäden, die durch freie Radikale entstehen. Granatäpfel sind voller Antioxidantien. Pflaumen helfen zum Beispiel auch bei der Entgiftung. Und Beeren sind ganz besonders reich an Antioxidantien, reduzieren UV-Schäden in der Haut, haben auch ganz viel Vitamin C für Kollagen und sind gut für den Bauch. Die fördern die bakterielle Balance. Fruchtzucker ist übrigens nichts Schlechtes. Es gibt ein zu viel für den Körper, da reden wir aber von Mengen wie, weiß nicht, über 30 Bananen am Tag bei so extremen Ernährungstrends. Nächstes Glowfood sind Hülsenfrüchte, also Bohnen, Linsen und Co. Die sind nicht nur richtig gute Sattmacher, sondern auch Entzündungshemmer. Und ganz reich an Zink und Magnesium. Hülsenfrüchte muss man übrigens vorher auch einweichen lassen in Wasser, um wieder diese Phytinsäure so ein bisschen zu lösen, die die Zinkaufnahme blockieren kann. Verdaulicher werden die dadurch übrigens auch und die Proteine besser absorbierbar. Absolutes Glowfood sind auch Kräuter. Die stecken voller Mineralien und Vitamine für Haut und Haare, wirken entzündungshemmend, antioxidativ, antibakteriell, antiviral, antifungal. Thymian zum Beispiel verbessert die Verdauung durch Flavonoide und Polyphenole und ist ein natürliches Antibiotikum. Ich esse gerne alle möglichen Kräuter, frisch in Salaten oder irgendwie aufs Brot gestreut, getrocknet, zum Kochen ganz besonders oder natürlich als Tee. Man bekommt mehr Mineralien aus dem Tee raus, wenn man den als Infusion ziehen lässt über längere Zeit. Ich trinke zum Beispiel super gerne mehrmals die Woche Brennnesseltee und Hibiskustee. Brennnessel enthält zum Beispiel ganz viel Kieselsäure. Hibiskus reinigt ganz gezielt die Leber und enthält super viele Antioxidantien und Vitamin C. Beim Kochen, wie gesagt, für richtig guten Geschmack benutze ich immer ohne Ende Kräuter. Fang immer mit Knoblauch, Zwiebeln an und dann so viele Kräuter und Gewürze, wie es geht. Das Aroma ist nicht nur unglaublich, das riecht und schmeckt alles 10-mal besser, sondern das macht das Essen auch zu einer natürlichen Medizin. Auch ein Glowfood sind Algen und Gräser. Blaualgen wie Spirulina und Spirulina und Chlorella haben super viel Chlorophyll, das ist sehr antioxidativ. Proteine, Vitamine, Mineralien, Antioxidantien, unter anderem viele B-Vitamine, Eisen, Kupfer, Zink, Mangan, Selen, Vitamin E, A und Chlorella sogar B12. Algen nähren und reparieren und schützen die Körperzellen von innen, entgiften von Schwermetallen und Toxinen. Einziger Haken ist nur, dass unsere Gewässer verschmutzt sind und das natürlich dann auch in die Algen mit reinkommen kann. Deshalb ist es wichtig, aus einer möglichst guten Quelle zu kaufen. Chlorella ist, ich nenne es jetzt mal, geschmacksflexibler als Spirulina, wenn man das in einen Smoothie reinpackt. Man kann Algen aber auch einfach als Presslinge kaufen und runterschlucken, dann schmeckt man nichts. Gräser wie Weizen und Gerstengras oder Alfalfa sind auch zu Recht super beliebt in Smoothies oder Säften. Auch voller Mineralien, über 20 Vitamine, zum Beispiel super viel Vitamin C und E. Und die stabilisieren den pH-Wert des Körpers, was ganz wichtig ist für die Selbstheilung. Da ein Riesenanteil der Vorteile von Gräsern und Algen auch vom Chlorophyll kommt, kann man natürlich auch einfach reines Chlorophyll zu sich nehmen. Nicht zuletzt, ihr wusstet, dass es kommt, Wasser ist natürlich eigentlich Glowfood Nummer 1 oder Glow Drink. Jede Körperzelle braucht Flüssigkeit, von innen mit Feuchtigkeit versorgter Haut strahlt, ist elastischer, gut durchblutet und wirkt deshalb rosiger. Dehydrierte Haut ist natürlich das Gegenteil, wirkt eher fad, ist unelastisch und bekommt dadurch schneller Falten. Wie ich eben gesagt habe, ist Entgiftung die Voraussetzung für eine gute Nährstoffaufnahme und dafür, dass der Körper gesunde und neue Zellen bilden kann. Hautzellen und auch Haarzellen. Wasser ist und bleibt einfach das Nummer 1 Mittel zur Entgiftung. Du kannst natürlich noch Zitrone oder Limette oder Chlorophyll mit ins Wasser dazugeben, um ganz gezielt die Leber zu entgiften und den pH-Wert des Körpers ein bisschen basischer zu machen, was wie gesagt gut ist für die Selbstheilung, fürs Immunsystem und für die allgemeine Gesundheit. Wer nicht genug getrunken hat, bekommt übrigens nicht zuerst Durst, sondern wird müde. Das heißt, wir merken das erstmal gar nicht, wenn wir trinken müssen. Also, es ist 2019, Leute. Lasst uns immer reichlich und regelmäßig trinken, noch bevor wir Durst bekommen. Okay, das sind meine Top-Glow-Foods, die ich jeden Tag zu mir nehme. Ich hoffe, ihr auch, so viel wie ihr könnt, so oft wie ihr könnt, noch bevor ihr euer Geld für ohne Ende Cremes und Make-up, um Hautprobleme abzudecken, ausgibt. Also ich meine, nichts gegen Make-up. Aber wie bei allem, lasst uns zuerst immer von innen nach außen denken. Übrigens, frohes neues Jahr. Ich wünsche euch das beste Jahr eures bisherigen Lebens. Von Herzen. Ich glaube, 2019, Ihr fühlt es auch.
Ich sehe euch in meinem nächsten Video. Bis dahin, wie immer, auf Instagram.